Also, ich bin hier mit Atta Abi, auch genannt Ozan Atta Canani, beim Popkulturfestival in Berlin. Ich freue mich sehr, dass du hier neben mir sitzt. Und ich würde gerne mit dir direkt mal ganz, nicht ganz weit zurückspulen, aber ein bisschen zurückspulen. Du bist 1963 in der Türkei geboren und du bist dann in den frühen 70er Jahren nach Deutschland gekommen. Da warst du 12, glaube ich. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das für dich war, wie du dich gefühlt hast? Ja, also da müssen wir eins mal verbessern. Also in meinem Pass steht, es war, dass ich 1963 geboren bin. Aber in Wirklichkeit bin ich 64 geboren. Der Vater hat mich extra ein Jahr älter schreiben lassen, damit ich so schnell wie möglich meinen Militärdienst hinter mir habe und dann richtig in die Arbeitswelt mich integrieren kannst. Yeah. Oha, okay. Ja, und jetzt, wo ich sehr, sehr alt bin, also da macht ein Jahr einen Unterschied. Ja, es gibt ja auch Damen, die werden nie 40, die bleiben bei 38 so, oder 39. Aber erstmal Hallo und Merhaba, ganz vom Herzen. Super, okay. Der sehr junge Atta, der hier mir sitzt, der damals 11 Jahre alt war, genau, als er nach Deutschland gekommen ist. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du dich gefühlt hast? Also ich kann mich an meine Kindheit sehr, sehr gut erinnern. Ich kann alle Sachen mal bis zum kleinen Details mal auch erzählen. Da habe ich kein Problem. Nur was ich vor 2 Wochen hier gemacht habe oder was wir gesprochen haben, die laufen weg. Wahrscheinlich ist die Speicherkapazität voll. <irgendwie. lacht> Die frühen Sachen sind prägnanter oft. An die kann man sich dann tatsächlich oft richtig gut erinnern. Also, da fangen wir mal von dem ersten Gastarbeitergeneration an. Mein Vater ist 1971 nach Deutschland rübergekommen als Gastarbeiter. Der hatte die Vorstellung gehabt, wir kommen aus einem Dorf in Anatolien, aus Maraş, Kahramanmaraş. In unserem Vorstadt wollte er einen kleinen Laden bauen lassen und auch eine kleine Wohnung, wo er wohnen konnte. Das war sein Ziel. Der hatte gesagt, 2 bis 3 Jahre höchstens würde er in Deutschland bleiben und dann für immer wieder zurück. Nach 2 Jahren hat er dann meine Mutter nachgeholt. Die wollten beide zusammenarbeiten und dann jede Menge Geld sparen und dann wieder zurückkehren. Das haben die wiederum nicht geschafft. 1975 kam ich an die Reihe. Du warst dann als Letztes an der Reihe. Ich wollte also nicht kommen, ungern. Also, weil während dieser Zeit, wo die Eltern hier in Deutschland waren, bin ich bei Oma und Opa geblieben. Das ging bei den zweiten Generationen generell so. 70-80% der zweiten Generation, die sind bei Oma, Opa oder bei Tante geblieben. Also bei mir fehlt auf jeden Fall die Elternliebe. Also ich hatte meine Oma und Opa als Mama und Papa genannt. Und bei denen? Ja, genau, 1975. Ich wollte gar nicht kommen. Der sagte, warum willst du nicht kommen? Dann habe ich gesagt, ja, was soll ich da machen? Hier, meine Oma, Opa, meine Freunde sind alle hier. Was soll ich da machen? Und der hat ja gesehen, dass ich das nicht wollte. Und dann kam er auf das Idee, was können wir machen, damit du freiwillig mit uns nach Deutschland kommst. Habe ich gesagt, eine kleine Sass. So. Aha, okay. Ja. Er hat dich erpresst. Ja, du hast ihn erpresst. Also, deswegen war das nicht. Das ist die Bestechung gewesen wahrscheinlich, damit ich nach Deutschland rüberkomme. Dir wurde ein Instrument versprochen. Also wo die Eltern hier waren, da hatte ich mal auch meine erste Sehnsuchtslieder mal versucht zu schreiben. Die Sachen, irgendwann muss man ja auch anfangen und keine Meister ist vom Himmel gefallen, das müssen wir mal auch sagen. Jedes Mal wirst du natürlich immer besser, immer besser, immer besser. Du merkst das auch. Du merkst das auch von der Reaktion, von der das Lied hört. Ne? Aber ich meine, du warst ja noch total jung. Du warst ja irgendwie knapp 12 Jahre alt. Und da hattest du schon die Idee, dass du Musik machen möchtest? Elf. Du hattest die Bachklammer? Ja, jünger, also, ne? Natürlich, das wollen wir jetzt, also dieses Jahr wollen wir jetzt natürlich niemals unterschlagen. Ja. An meiner Kindheit, da muss ich mal sagen, da hatte ich mal noch nicht mal zur Schule angefangen gehabt. Mit 5, 6
wenn ich irgendein Musikstück im Radio mal gehört hätte, ich hatte die Melodie bis zum letzten Klang schon in meinem Kopf drin und Text bräuchte ich gar nicht zu schreiben. Der war auch innen drin. Also die Musik. Ich habe natürlich versucht, Besen haben wir da, diese Straßenbesen. Es hat ja auch einen langen Stil und ich habe mal auch gesungen. Also du hast so getan. Also war ich in der Türkei. Ja, ich war der Lieblingskind von meinem Musiklehrer. Und ja. Und dann ist es so gekommen, so dass ich in Bremen, also 1975 bin ich nach Bremerhaven angekommen. Mhm. Und nach 7 Monaten konnte ich schon mit meinem Idol auf der gleichen Bühne singen. Der wollte mich auch zum Tour nehmen. Der Vater hat das nicht zugelassen. Natürlich war ich damals sauer auf meinen Vater, aber wenn ich mal so überlege, da hat er ja schon mal recht gehabt, weil ein 12-jähriges Kind muss noch in der Schule vieles, jede Menge lernen. Also da habe ich auch direkt mal richtig viele Fragen. Wie ist er dann auf dich aufmerksam geworden? Wie hieß der Musiker? Aşık Mahzuni Şerif. Und er kam aus der Türkei oder war er auch gerade in Deutschland? Der kam aus der Türkei, war auch, der schrieb auch jede Menge politische Lieder. Der wurde auch gefoltert von den Generälen damals. Mal die Fingernägel haben die ihm abgezogen, weil er den Kanzler, damaligen Kanzler mal kritisiert hat. Kritisiert hat, genau. Also kritisieren, also was ich in meinem Lieder mache, das ist auch sozialkritische Lieder. Kritisieren heißt wirklich nicht wie soll ich sagen, beleidigen, sondern vielleicht hört uns ein vernünftiger Politiker. Ob es die gibt, ja. Kritik gehört zur Freiheit dazu, ja. Ja, genau. Mhm. Also, aber wie ist der dann auf dich aufmerksam geworden? Achso, da war ein Verein, Arbeiterwohlfahrt hieß der. Und an den Wochenenden haben die mal so die Arbeiter sich zusammengetan. Und ich bin dann auch öfters mal hingegangen. Mhm. Die hatten mal auch Schriftsteller aus der Türkei geholt und Musiker auch geholt und ein Konzert. Die wussten, dass ich auch in Bremerhaven bin. Und ein 12-jähriges Kind, also ein Kind, ja. Der spielt Saz. Der will dich gerne kennenlernen, haben die mal gesagt haben. Dann soll er gesagt haben, ja, her damit. Genau solche Sachen mache ich auch. Her damit, komm, lass mal hören. Ich habe Saz gespielt und dann auch gesungen, nur eine Strophe. Stopp. Ich bin am Zittern natürlich. Also. Ja. Als erstes, ich gebe dir 15 Minuten Zeit. Je 5 Minuten 3 Lieder. Hast du den Mut? Kannst du da singen? Richtig antworten konnte ich nicht. Hals nicht. Als Kind, da ist man ja auch nicht so viel gesprächig. Und er hat auch die Reaktion von den Kindern, also von dem Publikum mal auch gehört. Und das waren auch Texte von mir selbst gewesen. Wie wir behandelt wurden hier von den deutschen Arbeitsplätzen, also von den Vorgesetzten. Also die wurden wirklich, die erste Gastarbeitergeneration, die wurden richtig ausgenutzt. Du hast den Song Deutsche Freunde auch schon mit 15 geschrieben. Ja, genau. Richtig? Ja, genau. Arbeitskräfte wurden gerufen, aber Menschen sind gekommen, ist eine Zeile daraus. Also wie ich dazu kam, dass ich türkische Musik mit deutschen Texten kam. 1978 hat der Vater bei Klöckner Humboldt Deutz in Köln einen Job gefunden. Und da hat er dann auch mit den ersten Gastarbeitergenerationen in einem Wohnheim bzw. Wohnbaracken gewohnt. Während der Zeit hat er einen Mietwohnung gesucht und der hat es gefunden. Nach 2 Monaten kamen wir und die erste Gastarbeitergeneration, die hatten auch Sehnsucht, so heimische Klänge haben die mal sehr gut gehört. Und der hat mich einmal dahin gebracht, da haben die gesagt, wir machen jedes Monat einmal im Monat machen wir Konzert.
Also war Geld kam nie in Frage, aber jeder hatte mal da ein hutartiges, sagen wir mal Hut. Die haben da 1 Mark, 2 Mark da hingeschmissen. Ja. Zwischendurch mal haben die Leute auch 5 Mark, also diese Metallgeld, mal da gab's damals noch. Ganz zum Schluss kamen bis zu 150 Mark. Also das ist schon für gar nicht so schlecht. 15-Jährigen ein sehr, sehr gutes Geld. Gutes Taschengeld. Einen Monat habe ich mal bei den KHD, also Wohnheimen, mal gespielt. Der zweite Monat habe ich bei den Fortwerken die Wohnheimen mal gespielt. Da die Leute nicht die Sprache kannten, also ich habe auch die Übersetzungsarbeiten für die mal gemacht. Und da war ich auch sehr beliebt unter denen. Also wir haben schon eine Brücke gebaut gehabt. Also du hast so ein bisschen so eine Vermittlerposition auch eingenommen. Daher kenne ich alle Problematiken, auch am Arbeitsplatz, auch draußen, sozialmäßig. Also deswegen sagt man mir auch, also ein Journalist hatte geschrieben, Stimme der Gastarbeiter. Wie findest du so, das? Das ist super, also das ist wirklich super, weil Stimme der Gastarbeiter, das ist schon eigentlich eine riesen Verantwortung, ne? Also total, du warst erst 15 Jahre alt. Ja, ich genau. Bin total erstaunt auch über diese Aussagekraft deiner Texte aus der Zeit. Zu der Zeit waren alle meine Freunde mindestens 20 Jahre älter als ich. Okay, aha. Weil ich war mehr mit denen unterwegs als meinen gleichaltrigen Freunden. Mhm. Also daher. In Köln bin ich dann zu einem Hostesskapelle reingeraten und da kamen auch zwischendurch mal, auch wenn das zu wenige waren, deutsche Familien zu sehen. Ja. Bei uns wird so, bei Hochzeit so zwischen 7 und 8 Uhr oder 7:30, 8:30, 9, da wird gegessen. Also, nach dem Auftritt kam ein deutsches Paar auf mich zu und ja, wir haben gesagt, hör mal Alter, wir haben sehr gut beobachtet, wo du hier am Singen warst, deine Lieder, waren die Leute total ruhig, still, bedenklich, worum geht es in deinen Lieder? Sag ich, ja, Sehnsucht nach Heimat und wie sie auch hier am Arbeitsplatz behandelt werden von den Vorgesetzten. Der sagte, hör mal, warum schreibst du das nicht in deutscher Sprache, damit wir das auch verstehen können? Das war schon der erste Klick. Direkt nach ein paar Tagen später bekam ich zufälligerweise mal ein IG Metall Heft in meinem Hand. Da oben stand Arbeitskräfte gerufen, Menschen gekommen. Dieses Zitat hat mich zu sich angezogen. Also ich habe mal nachgeforscht, dass das ein Zitat von Max Frisch war. Und der Ausgangspunkt von dem deutschen Freunde war der Start von Max Frisch. Mhm. Arbeitskräfte wurden gerufen, Menschen gekommen. Das hat er sehr gut hingekriegt. Also darüber kann man wirklich jede Menge Sachen mal. Die damalige Politiker, wenn es um Ausländer mal, um die Gastarbeiter ging, die haben vergessen, die Gastarbeiter als Mensch ganz oben drauf zu setzen. Wir, also die erste Gastarbeitergeneration, die wurden sozusagen als Arbeitskraft gesehen. Und Ende 70er, Anfang 80er Jahren wollten die 10.000 Mark in die Tasche von den Leuten mal reindrücken und dann so schnell wie möglich weg haben. Gastfreundschaft vorbei. So ja, ja, genau. Mhm. Ich habe jetzt ein nagelneues Lied von Bosporus bis zum Rhein scheint die Sonne überall. Also du wirst es später mal auch am Konzert hören. Ja. Ist ein sehr, sehr tolles Lied. Die erste, also warum von Bosporus bis zum Rhein scheint die Sonne überall? Die erste Gastarbeitergeneration mussten unter den harten Umständen arbeiten, also wirklich auch weniger bezahlt, ungerecht bezahlt, mehr gearbeitet sogar. Und alle Drecksarbeiten, die ich auch gemacht habe, ich weiß, wie die auch behandelt werden von den Vorgesetzten.
Mein Vater konnte nur Ja und Nein, der hat aber überwiegend Ja gesagt und zwischendurch mal sagte er, ach so, so, das war das. Weil die Leute waren fixiert am, ja, mehr arbeiten, mehr Geld sparen, so schnell wie möglich. Wir haben schon 60 Jahre hinter uns, also dieses Jahr Oktober wird es genau 60 Jahre. Ja. Also wir gehören hierhin. Na klar. Vorher hatten wir immer gesagt, also Türkei wäre unsere erste Heimat. Aber nein, Heimat ist, wo man sein Leben verbringt. Ich lebe ja knapp um die 50 Jahre also hier in Deutschland. Türkei ist ein Urlaubsland für mich geworden. Weil ich auch in Deutschland lebe, da ich auch meine deutsche Staatsbürgerschaft habe, sehe ich mir das Recht, die Politiker von unserem Land zu kritisieren. Kritisieren heißt nicht beleidigen, vielleicht hört uns irgendeine Vernünftige. Die haben wir auch, aber die sind in der wenigsten, also von Mehrheit her, die sind noch weniger. Bei der Deutsche Freunde, warum Deutsche Freunde? Das wollte ich mal auch unbedingt gesagt haben. Damals, die Politiker, wenn die mal irgendwie einen Anrede erhalten wollten oder gehalten hätten, hatten die für die türkischen Leute jetzt unseren türkischen Freunde, so, ne? Wenn du den einmal hörst, da wirst du sagen, der ist aber hier ausländerfreundlich, der Mann. Aber hintenrum wollten die uns so schnell wie möglich weghaben, also zwei Gesichtigkeiten. Ja. Entweder so oder so, nicht so. Ja, ein Schein, ja, freundlicher also, Schein häufig, ja. Genau. Und da bei den deutschen Freunden, da muss ich mal auch erzählen, bei den deutschen Freunden, in der vierten Strophe kommt, und die Kinder dieser Menschen sind geteilt in zwei Welten. Also ich bin ja eine davon gewesen, von den, also wenn ich mal mir jetzt so überlege, die erste Gastarbeitergeneration, die haben auch zwischen zwei Welten gelebt. Körperlich waren die hier, seelisch in der Heimat. Ja. Also nach den Erfahrungen, was ich nach den, immer nach den Konzerten, die Leute kommen auf mich zu und sprechen mich an. Das ist bei jedem Land so. Also von jedem Land, die sind mit der gleichen Vorstellung gekommen. Also ich werde mal auf der Bühne von der griechischen Frau mal erzählen, was in Hamburg passiert ist. Ich hatte mal gehofft, dass ich die Frau, also letzte Woche im Kampnagel... Sie nochmal triffst? Ja, aber leider nicht. Also schade. Was ist passiert? Ich erzähle ihre Geschichte. Okay. Also das Lied Warte, mein Land, warte. Also mein, also Byte FM kennt mich schon. Übrigens, ich bin auch ein Fan von Byte FM. Durch Sebastian Reier, Jesse. Bisschen Werbung noch für unseren Moderator Sebastian Reier. Na klar, ja. Ja. Der auch das Vorwort geschrieben hat oder das Inlay von deiner Vinylplatte. Ja, genau. Warte, mein Land, warte, ja, heißt Lied die auch. Das Lied habe ich mal gewidmet an die erste Gastarbeitergeneration aus allen Arnwerbeländern. Also, die Konzert ist in Wedel bei der Immanuelkirche war das. Also, da bei der Veranstaltung. Nach dem Konzert kam also eine Frau, schwarzhaarig, lang, mir kam direkt auf mich zu, hat mich umgearmt und geweint. Man hat das schon auch von Weitem gesehen an den Schminkereien, also da bei den Damen ist das noch schneller bemerkbar, dass sie geweint hat. Sie sagte, ich will unbedingt mal dieses Lied haben als Platte oder als CD. Habe ich gesagt, nein, das kommt nicht, das habe ich nicht, aber kommt erst nächstes Jahr. Gemeint war 2020, wegen Corona müssen wir auf 2021 verschieben. Die Albenveröffentlichung. Ja, genau. Da hat sie, so, erzähl mal deine Geschichte, warum hast du jetzt, also warum bist du so traurig? So, sagst, da musste ich ständig an meinen Vater denken. Sagte ich, komm, erzähl mal deine Geschichte, ich höre es gerne. Da hat sie angefangen. Der Vater ist 1962 nach Deutschland rübergekommen
Und mit der Vorstellung, der hatte vor, einen Traktor zu kaufen, also Geld für einen Traktor zu sparen und dann wieder zurückzukehren. Mhm. Sagte sie, das hat er nicht geschafft. Nach ein paar Jahren später hat er meine Mutter kennengelernt, dann bin ich zur Welt gekommen. Dann habe ich hier die Schule besucht, war ich auf der Schule, dann habe ich geheiratet, dann habe ich selber Kinder. Während dieser Zeit, wo wir immer nach Heimat fuhren, also der sagte jedes Mal, spätestens in 2 Jahren kehre ich für immer wieder zurück. Mhm. Sagte ich, hör mal, aber in türkischer Sprache, benimle türkischer konuşabilirsiniz. Du kannst mit mir ruhig türkisch sprechen, sagte ich. Da sagte er, nee, wir kommen nicht aus der Türkei. Mhm. Wir kommen aus Griechenland in der Nähe, 20 Kilometer entfernt von Selaniki. Und warum weinen Sie, habe ich dann danach gefragt. Da sagte sie, ich habe ihn vor 2 Monaten also verloren und in einem Sarg, so genauso wie Sie es in Ihrem Lied beschrieben haben, seinen einzigen Traum in seinem Leben verwirklicht. Wieder zurück in seine Heimatland, wo er geboren wurde. Ah, also da habe ich mal immer Gänsehaut gekriegt. Also jetzt in dem Moment habe ich das auch wirklich. Mhm. Also das geht schon tief ins Herz rein. Also, da habe ich mal auch bei den Konzerten mal gesehen, dass deutsche Zuschauer, beziehungsweise besonders die Damen, dass die auch sehr traurig sind. Es hat sogar auch hier in Berlin aus der Kultur und der Welt 2 Damen haben geweint nach dem Lied. Das ist Gefühl. Gefühl. Mhm. Da muss ich mal wirklich den Personen mal danken, der mich wieder ins Musikleben. Wer war das? Also, ich bekam einen Anruf aus Berlin, der Autor, also Schriftsteller auch, Imran Ayata, die haben dann, hat mich angerufen aus Berlin, sagte, wir haben Interesse diesen Lied, ob wir das nochmal neu aufkommen oder ob ich eine alte Aufnahme habe. Ja. Habe ich gesagt, leider nicht. Können wir das nochmal neu aufnehmen? Habe ich gesagt, ja, okay, können wir gerne machen. Dann Telefon aufgelegt und danach überlege ich, du schreibst ein Lied und die wollen nach 35 Jahren, also ich hatte schon wirklich die Hoffnung verloren mit Musik. Das war Deutsche Freunde, das war das Deutsche Lied, was Freunde, sie nochmal aufnehmen ja, wollten. Genau, Songs of Gastarbeiter, die habt ihr auch bei, bei FM. Du hast ja auch zwischendurch mal Kassetten, habe ich gehört und gelesen, ja, 79. Aber nie etwas auf CD. Nee, CD-mäßig nicht. Ja. Oder plattenmäßig zum ersten Mal. Also nach 46-jährigen Musikleben, also eine Platte. Ich hätte nie vorgestellt, dass ich so weit kommen würde. Also dem Imran Ayata, Bülent Kullukçu, danke ich erstmal. Deutsche Freunde erschien bei Trikot Verlag. Und der Sebastian Raya, also ich sage ihm meine 3/4 Abi. Vorher habe ich ihm immer gesagt, meine Halbbruder. Mhm. Jetzt sage ich meine 3/4 Bruder oder Abi. Wir nennen uns gegenseitig Abi, weil wir kennen uns auch sehr gut, auch von Jirisch. Wunderbare Menschen, also muss ich mal sagen. Ja. Dem Sebastian Raya danke ich auch und Staatsakt, Label Maurice Summen und da war dann auch noch ein Abi, ich sage ihm auch Abi, das ist der Uli Abi, Hans-Ulrich Helps, also an die 5 Leute bedanke ich mich viel, viel. Also der Sebastian, der ist schon ein Mensch für Musik, nicht nur ein Mensch für Musik, der ist bei den Sachen auch als Mensch tritt er auch direkt auf. Also ich kenne viele Leute, er hat den Leuten mal viel, viel geholfen. Also ohne den Sebastian würde ich auf jeden Fall zu Hause sein. Der Gruß geht auf jeden Fall raus, nach 46 würde ich sagen, Jahren, also ich bin jetzt knapp 60 und ich fühle mich auch wie eine zweite Frühling in meinem Leben. Hast du zwischendurch immer weiter für dich Musik gemacht? Ja, zu Hause immer, habe ich mal. Hab ich.
Und diese Songs, die jetzt auf das Album gekommen sind, sind das alles alte Songs oder hast du da nochmal welche geschrieben? Da sind auch neue Lieder und in den Konzerten kommen, da ich die Interesse schon mal gesehen habe. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe auch wenig geschrieben, weil die Interesse war nicht da. Und ich sehe ja jetzt die Interesse und da habe ich schon jetzt zwei neue Lieder, eine vor 6 Wochen, eine vor 4 Wochen. Haben wir, wirst du mal später sehen oder hören auch. Ja. Papierkramland und welche Land? Papierkramland. Welche Land? Also kannst du dir Ich kann es mir, glaube ich, denken. Ja, genau. Und von Bosporus bis zum Rhein scheint die Sonne überall. Das heißt, das ist die Refrain, das wird dann auch mit dem Publikum zusammengesungen, wirst du später mal auch sehen. Wenn es die Möglichkeit besteht, könnt ihr mal vielleicht auch eine kurze Aufnahme mal da machen. Die Inhalt, die Hauptstrophen sind in türkischer Sprache, das sind negative Ereignisse, wie wir von den Deutschen behandelt worden oder gesehen werden oder wie die uns behandeln. Und trotz dieser negativen Ereignisse werden wir immer auf dem Positiven bleiben, weil die erste Gastarbeitergeneration, die haben die haben unter den harten Umständen gearbeitet. Ich habe das mal auch selber gesehen. Die haben Deutschland wirtschaftlich sehr, sehr hoch gebracht. Und die erschienen wie die Sonne über Deutschland. Ich als zweite Generation, dritte Generation, vierte Generation ist unterwegs. Mhm. Wir werden auch am Ball bleiben und werden weiter erscheinen wie die Sonne über Deutschland, weil Deutschland ist auch unser Land. Wir gehören hierhin. Ja. Wir sind eine kulturelle Bereicherung für Deutschland. Hast du einen Draht zu irgendwelchen jüngeren Künstlerinnen hier in Deutschland, wie zum Beispiel Ebo? Ebo? Ebo ist eine Rapperin. Kommt aus München? Also mit Rapperin, mit Rapperin habe ich nicht so viel. Also wenn man Rap sagt, also höre ich mal lieber SL. Ist aber auch eine Empfehlung von Sebastian. Sebastian ist auch großer Ebo-Fan. Eine Empfehlung an dich. Also, oh, muss ich mal dann hören. Oh. Ja. Wenn er was gemacht hat, da ist schon wirklich schon irgendetwas Stein drin. Im Brett, ne? Ja, ja, weil Sebastian kennt das schon. ja, wir werden auch. Sie ist eine nachfolgende Generation und ich wollte dich fragen. Ich helfe jedem. Also, wenn meinerseits irgendetwas zu machen ist bei den jüngeren Generationen, mache ich das gerne, weil ich habe das. Ich habe nur von meinem Idol Hilfe bekommen. Ja. Also so, was heißt Hilfe? Und sehr früh also so schon. Motivation bekommen. Ja. Dass ich dass ich noch viele, viele Sachen mal produzieren werde. Das hat er mal damals gesagt. Und dabei hat er mein Idol mir auch gesagt, ein Aschik, ein Ozan, also das heißt Liedermacher, sollte in seinen Werken bringen können zu der Zeit, in dem er lebt oder sie lebt, die soziale Problematik in seinen Werken bringen können. Dabei hat er mich angeschaut. Also das war schon ein Weckruf für ja dich. Genau. Also das habe ich mir dann also, so habe ich mir das auch aufgenommen und ich werde jetzt auch da dran bleiben. Sozialkritische Lieder dran, ne? Werden auf jeden Fall noch weiter gesungen. Demnächst kommt wahrscheinlich über Wohnungsmieten, also demnächst arbeiten die, glaube ich, nur noch die Menschen hier in Deutschland werden nur noch für die Miete arbeiten. Ja. Unverschämt. Das ist eine gute Inspiration. Dass die Politiker dagegen nichts unternehmen, also die Mieter, die werden richtig ausgenutzt, also von den Vermietern. Also, das wo ich nach Deutschland kam, Inspiration, ja. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich nach Bremerhaven ankam. Wo ich da kam, da hatten wir 2 Zimmer und eine riesen Küche gehabt. Da hat der Vater 149 Mark bezahlt gehabt. Und um die 800 Euro hat er mal verdient. Und im Verhältnis wenn man das, dann auch teuer. Die Verhältnisse mal so berechnet, das macht dann so ungefähr 17-18% des Gehaltes gewesen. Und heutzutage muss schon ein Mindestverdiener mindestens 60%, aber mindestens 60% schon für die fast Miete, die für ein Zimmer geben. Wo gehen wir hin? Wo geht Deutschland hin? Ich mach, weil
Deutschland ist auch meine Heimat. Ich mache mir wirklich Sorgen, wie die Leute in 50 Jahren, also meine Enkelkinder oder Kinder von denen, was auf die zukommt. Die Politiker, die sollten noch mehr, also härter rumgehen. Also die Leute können doch nicht machen, was die wollen. Deswegen geht wählen. Das sage ich. Also mein Schlusswort ist auch, also vor diesem Geschichte erzähle ich auch in den Konzerten. Ja. Warum die Rechtsszene also so hoch gekommen ist, sage ich immer, das sage ich jetzt auch für beide FM-Zuhörer, gerne sogar. Warum die so hoch gekommen sind, die sind gar nicht so viele, wie sie sich darstellen, wirklich, weil eine Selbstkritik von mir, von uns und von uns allen, ich kenne um mich herum die Leute, die gehen gar nicht zum Wählen. Weil sie so frustriert sind? Das ist traurig, weil wählen gehen ist ein demokratisches Pflicht für mich. Und jede Stimme, der von uns nicht in die Wahlkiste reinkommt, ist schon ein Pluspunkt für die Rechtsszene. Da hast du absolut recht. Ja, also bitte, bitte geht wählen und gibt den Nazi-Gesindel keine Chance. Weil es gibt nur ein Deutschland. Durch so ein Nazi-Gesindel, also mussten 60 Millionen Menschen sterben und hunderte von Millionen darunter noch auch leiden. Also das muss nicht sein. Deswegen gibt dem Nazi-Gesindel keine Chance. Ich würde sagen, wählen. Eine wichtige musikalische Stimme der Zeit. Und das war ein sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort von dir, Atta Abi. Dankeschön, Jessi Abla! Vielen, vielen Dank. Vielen, okay, vielen Dank. Danke. Und viel Spaß beim Konzert. Ja, okay, Hatte. Ich wünsche alles Gute. Alle Menschen sollen glücklich sein an meine BeiteFM-Mitarbeiterinnen und Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank. Ich danke euch.